Das Sanitätshaus Stolle wirbt ab sofort auf der für die Landeshauptstadt wohl längsten Werbefläche für seine herausragenden Leistungen und Produkte. Am 9. August wurde auf dem Bethe-Klingberg-Platz eine Straßenbahn des Schweriner Nahverkehrs mit Stolle-Optik eingeweiht. Zum Ersten ist ja die Straßenbahn das Verkehrsmittel Nummer 1 in Schwerin. Jeder Schweriner fährt regelmäßig Straßenbahn, würde ich behaupten. Und sie fährt an etlichen unserer Standorte vorbei, sie fährt mitten durch die Stadt. Und insofern gibt es keine bessere Werbefläche. Und sie bringt unsere Kunden zu uns. Und das sind einfach alles Geschichten, die ich toll finde. Und verbindet ja auch mit dem Nahverkehr eine langjährige Zusammenarbeit in Bezug auf die Rollatorentrainings, die wir gemeinsam machen. Denn wenn man älter wird und nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, dann möchte man trotzdem auf die Straßenbahn nicht verzichten und mit seinem Hilfsmittel da drin unterwegs sein. Und da gibt es immer wieder wertvolle Tipps. Und insofern war es irgendwann naheliegend zu sagen, so und jetzt muss es auch eine Stolle-Straßenbahn geben. Ein Sanitätshaus sorgt sich um mobilitätseingeschränkte Personen, um Behinderte, um ältere Personen. Das Älterwerden ist ein Thema in unserer Gesellschaft, genau wie für den Nahverkehr. Und deshalb haben wir den Wagen 805, weil die haben 5 Jahre lang diese Bahn gemietet, die wie ein Reißverschluss diese Stadt verbindet und 60 Meter Werbefläche. Besser geht's nicht. Stolle-Chef Detlef Müller zeigte sich sichtlich erfreut über die gelungene Umsetzung der Motive für die Straßenbahn. Mit dem Projekt geht die vertrauensvolle Partnerschaft des Sanitätshauses mit dem Schweriner Nahverkehr in die nächste Phase.